Okay, wir machen heute. Wir wetten, die ihr immer gewinnt, wenn ihr es richtig macht. Wenn ihr es falsch macht und. Dann verliert ihr die Wette. Ja. Okay, gut. Fangen wir gleich mit der ersten Wette an. Wir nehmen einen Stuhl und ich wette mit dir, dass ich höher springen kann als der Stuhl. Niemand kann höher springen als der Stuhl? Doch, ich kann das. Nein, du bist nicht der Oberwarrior. Und. Chaka, schon war ich. Ich kann höher springen als der Stuhl, weil der Stuhl kann ja gar nicht springen. Ach, ist das witzig. Ja, gut. Geh weg. Dann haben wir hier. Okay, ein Blatt Papier und ein Stift. Und wir brauchen. Ein Stift! Ein Stift. Oh mein Gott. Dann machen wir erstmal das Papier ab. Ja, logisch. Nehmen wir dann raus. Dann wette ich mit euch, dass ihr es nicht schafft, eine 10 zu zeichnen, ohne abzusetzen. Man kann es natürlich auch so machen. Aber wir wollen es ja ordentlich machen. Okay, genau. Weil keiner als 10 ist, ja. Irgendwie nicht dick oder so. Ja. Ihr macht, ihr knickt es erstmal so ein bisschen ein. Muss nicht viel sein, muss aber auch nicht wenig sein. Also. Darf nicht wenig sein. Dann macht ihr eine. Wenn ich praktisch nur das Blatt umdreht, das ist keine 1. Das ist eine schlumpige. Irgendwas. Eine 1. Was machst du denn? Dreh doch einfach. Dann geht ihr weiter. Macht eine schlumpfrige 0. Also das ist eine 10, man kann es natürlich ordentlicher machen. Seht ihr das? Schon habt ihr eine 10 gezeichnet. Ohne abzusetzen. Komm mit zum nächsten. Also, dafür braucht ihr ein Stuhl. Oder irgendwas Festes. Oder irgendwas. Irgendwas halt. Und dann werden wir. Okay. Dann haben wir hier einen Fall. Und ich wette mit euch, dass ich. Ich wette mit dir, dass ich es schaffe, den Pfeil umzudrehen, ohne das Blatt zu drehen. Schaffst du nicht. Könnt ihr es sehen? Yep. Ja, gut. Und schon ist der Pfeil umgedreht. So leicht wird das. So. Kommen wir zur letzten Wette. Oder die vorletzte? Die letzte. Ein Fisch. Genau, ein Fisch. Blub, blub, blub. Ich wette mit euch, dass ihr es nicht schafft, diesen Fisch umzudrehen, indem ihr 3 von den Zahnstochern hier bewegt. Gut, fangen wir an. 1. 1. 2. 3. Und schon schwimmt der Fisch in die andere Richtung. Gut. Tschüss. Das war's von uns. Und ich wollte noch etwas sagen, weil ihr könnt gerne mal bei die Lollipops vorbeischauen, weil die machen bestimmt auch schöne Videos. Da ist meine Schwester auch dabei. Und er hat ein Video mitgemacht. Ja, okay. Und dann. Das war sehr witzig. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist echt. Ja. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.